Herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. So, weiter geht's hier in Megaton. Und wir haben wieder einiges zu erledigen. Denn wir müssen für Moira in den Super-Duper-Mart. Und zwar müssen wir dort mal ein bisschen nach ein paar Lebensmitteln uns umschauen. Und eventuell auch nach ein paar Medikamenten. Denn vielleicht, ja, finden wir da welche. Denn man kann sich gut vorstellen hier, ja, so viel Lebensmittel und Medikamente dürften hier nicht mehr hinkommen. Okay, wir machen uns einfach mal auf die Reise zum Super-Duper-Mart. Hoffentlich kommen wir wieder gesund wieder zurück. Hoffentlich kommen wir wieder gesund überhaupt hin. Da fängt es ja schon bald an und da ist eine Karawane. Hallo Karawane, das ist Crow. Ja, brauchen wir jetzt nichts. Das können wir später auch noch machen. Ich werde mal hier kurz die Aufgaben. Ödland Überlebenshandbuch. Nö, ich brauche nichts zu essen. Also noch nicht. Das kommt noch, aber jetzt noch nicht. So, und wir gehen mal lieber ein bisschen vorsichtiger hier vor. Denn das Spiel funktioniert so nach dem Prinzip, alles was wir sehen, kann uns auch sehen. Das ist sozusagen nicht mehr nach dem klassischen Schleichen in Fallout 3, sondern wirklich nach, ja, alles was wir sehen, kann uns auch sehen und das, ja, meistens greift es dann auch an, was uns sieht. Deswegen gehe ich hier lieber mal ein bisschen vorsichtiger vor. Man muss es ja nicht übertreiben. So, lieber mal kurz zwischenspeichern. Kann ja nicht schaden. Kurz auch mal ein bisschen nach wilden Tieren Ausschau halten. Im Moment sehe ich mal keine. Was mich erfreut, aber das muss natürlich nicht so bleiben. Ich hoffe, dass es so bleibt. Aber gut, auch Maulwurfsratten und Hunde sind hungrig und die wollen natürlich auch Beute. Die können sich ja eigentlich gern gegenseitig mampfen, da habe ich ja nichts dagegen. Die müssen hier nicht unbedingt an meine Schenkel ran. Ich hole mir mein Essen auch aus dem Supermarkt. Im Prinzip da, wo wir jetzt eh gerade hingehen. Oh. Etwas hat uns gesehen und ich weiß nicht von wo und das. Wow, macht mich grad kacke nervös. Und da läuft jemand mit einem Gewehr und ich weiß nicht, was der. Was macht der? Ohne Ihre Hilfe hätte uns das Ding alle getötet. Was? Danke. Nehmen Sie ruhig diese Karte. In diese Richtung sind wir gegangen, aber die Todeskralle hat mich vor der Lust auf Ödland-Abenteuer geheilt. What the hell? Wer bist du? Und was redet der da von Todeskralle? Ich will's nicht wissen. Ich speichere lieber. Vielleicht bin ich nur schrecklich. Ich bin auch schreckhaft, aber ich will nicht wissen, was da. Alter, was ballern die denn da? Sind die so irgendwie bekloppt oder so? Das wäre hiermit erledigt.
Eine AK. Lasst. Und ein paar Schuss. Besser bleiben. Und ja, das finde ich an der Mod Shell Rain so genial. Wir sehen genau, wo der rumgeballert hat. Und verdammt hat der rumgeballert. Das waren einige Schuss. Alter Schwede. Huhuhu. Eine AK. Yeah. Alter, was macht eine Todeskralle hier? Todeskralle klaue. Nehme ich mit. Was immer die hier auch tut. Weiß ich nicht, aber ja. Ist auch gut. So, hat denn da noch jemand was? Der hat auch eine. Alter. Die laufen einfach mal so hier mit AKs durch die Gegend, als wenn es das Normalste der Welt wäre. Oh, und hier wurde auch schon geschossen. Man sieht noch die Patronen am Boden liegen. Genau das meinte ich. Man sieht eben wirklich nur, wo noch gekämpft wurde, wo noch geschossen wurde. Hat er hier auch noch geschossen, nachdem die Leiche hier auch liegt. Es könnte aber auch sein, dass dem einfach die Munition ausgegangen ist. Ja, NPCs benutzen auch Munition, deswegen. So, ich werde das Teil hier mal kurz mal reparieren. Ne, so gut ist es nicht mehr. Der Zustand, aber naja, gut. Hilft ja nichts. So, und wir müssen jetzt in den Super-Duper-Markt und dort drin Essen holen. Und das kann jetzt böse werden, das kann jetzt ganz böse enden. Sehen wir dann. So, ich speichere mal lieber. Und was ich jetzt mal machen könnte, ist eigentlich, wir haben doch noch einen Stealth-Boy. Den werden wir jetzt mal ein bisschen einsetzen. Und unsere Friese verschwindet, merke ich gerade. La 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 la. Hier sind Raider. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Solange wir noch mit dem Stealth Boy unterwegs sind. Sagen, das erledigen wir mal ganz schnell. Wir werden hier einfach mal kurz durchwischen. Guten Tag. So, das dürften eigentlich schon fast alle gewesen sein. Machen wir es uns einfach mal nicht allzu schwer. Ist hier noch einer? Nö. Ich würde sagen, das war's. Ich finde den Teddybär in dieser Sicht irgendwie... den finde ich irgendwie cool. Ein Stealth-Teddy. Okay, dann schauen wir mal. Was gibt's denn hier noch Schönes? Eine Kronkorkmine, Laserpistole... Ja, ja, ja. Und gruselige Geräusche, die natürlich auch hier verändert wurden. Oh, eine Schachtel Zigaretten. Das ist super. Können wir eine durchziehen. Mal wieder. So, dann nehmen wir natürlich alles mit. Good Water lasse ich mal hier. Denn Good Water ist verstrahlt. Das müssten wir erst abkochen, aber naja. Dandyboy-Äpfel, das ist gut, die haben nämlich Rad-Minus. Nehme ich mal mit. So, dann haben wir die Lebensmittel schon mal gefunden. Was gar nicht schlecht ist.
bisschen die Kassen leer plündern. Vorkriegsgeld, Vorkriegsgeld. Haarklammer. Ja, das Zeug wiegt nichts und man kann es verkaufen. Da haben wir noch eine Nuka-Cola. Die nehmen wir auch natürlich mit. Ganz klar. Da liegt doch irgendwo ein Raider. Da. Eine Peinstachelrüstung brauchen wir doch nicht. Dann schauen wir natürlich hier auch nochmal. 10mm Pistole und eine... Gott, die ist ja total im AA. Total im AA und überhaupt nichts mehr wert. Stimpak, Goodwater, Mentats. Sonst haben wir hier nichts mehr. Nö. Dann schauen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Da haben wir nämlich auch noch ein bisschen was. Kronkorken, Jet, Kronkorken, Kronkorken und ein Buffout. Okay. Falsche Richtung. Den Super-Duper-Mar, den bringen wir mal jetzt schnell hinter uns. Huhu, Munition. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Falsch um 1 erhöht. Ein paar Minen. Und noch ein bisschen Munition für unsere 10mm. Wir können übrigens nicht unbegrenzt Munition mitnehmen. Das geht auch nur bis zu einem bestimmten Maß. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es 10mm jetzt sind. Wie viel wir da 10mm mitnehmen können. Im Moment ist es relativ viel, was wir sogar haben. Muss ich ja sogar mal zugeben. Haben wir den anderen? Den haben wir schon, ja. Nee, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel wir jetzt hier an 10mm mitnehmen können. Müsste ich nochmal nachlesen. Ein Schlüssel der Super-Duper-Mart-Apotheke. Da haben wir noch ein paar Minen. Und noch eine Kiste. Aha, noch ein bisschen Munition. Granatenkiste. Ja, nehmen wir auch mal mit. Und noch ein bisschen Munition. Zwar immer nur ganz, ganz wenig, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ah, Dandy-Boy-Äpfel. So, dann, bevor wir hier in die Apotheke reingehen, wir müssen ja nicht nur nach Lebensmitteln, sondern wir sollen ja auch nach ein bisschen Medizin gucken. Werden wir mal kurz hier uns ein bisschen Rückendeckung verschaffen. So, mal hier eine Mine hin. Och, sieht's nicht süß aus. Sieh mit dem Köfferchen. Und dann hier eine Mine hin. Man weiß ja nie, wer rein will. Deswegen werden wir das gleich mal von vornherein ein bisschen verhindern. Der hat auch nichts mehr nötig. Ja, blöder. Einkaufswagen, weg da. So, das Teil werde ich mal hier platzieren. Und dann haben wir noch ein paar Minen, was ich gerade auch gar nicht schlecht finde. Können wir ja mal hier eine platzieren oder platzieren wir lieber gleich zwei. Und da platzieren wir auch noch eine. So, passt perfekt. Die explodieren immer. Okay. Dann gib mir meine Knarre wieder. Dann würde ich sagen, wir aktivieren mal das Terminal. Wir könnten aber auch einfach den Schlüssel verwenden. Ja, verwenden einfach mal den Schlüssel. So, wir nehmen die Büromitarbeiter-ID und hacken mal kurz das Terminal. So, wie Hack funktioniert, das sollte eigentlich jeder ungefähr wissen. Wir nehmen ein Wort. Und ein Buchstabe davon ist korrekt. Also stimmt mit dem Lösungswort überein.
So, Schatz, ja, ein Buchstabe ist natürlich ein bisschen wenig. Versuchen wir es mal mit Buß. Buß passt schon besser. Das sind schon drei Buchstaben richtig. So, ja, und mit den Klammern hier kann man ein bisschen noch die Erlaubnisse auffüllen. Die sehen wir hier, maximal 4. Aber auch falsche Wörter kann man entfernen, wenn man dementsprechende Klammern findet. So wie die zwei hier. Bombe entfernt. Bombe entfernt. Was natürlich Bombe entfernt und was jetzt hier Erlaubnis auffüllt, das ist mir selber nicht ganz klar. Da habe ich bis heute noch nicht gut durchgeguckt, aber ja. Und andere auch nicht. Ich bin da nicht der Einzige. Da sehe ich doch eine Klammer. Hatte ich die schon? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich sehe keine Klammer mehr. Okay, wir hatten Buß. Buß hatten wir. Da waren 3 von 5 richtig. Dann könnte Boots. Da wären doch auch 3 von 5 schon mal mindestens richtig. Ach. Arose. Das kann es schon mal nicht sein. Das stimmt mit Buß nicht überein. Buß, das kann es auch nicht sein. Blues könnte sein. Auch nicht. Dann ist es Boost. Muss das sein? Ja. Okay, und hier können wir jetzt die Wartungsroutine starten. Denn auf der rechten Seite sehen wir, da ist ein kleiner Robco-Roboter. Munition. Ja, ja, ja. Und der fängt jetzt an, sein Programm hier abzuspielen. Ja, hat ein paar Fehler im System, aber ist egal. Der läuft jetzt da raus und durchsucht mal die Umgebung. Was gar nicht schlecht ist, der sorgt jetzt gerade für ein bisschen Rückendeckung. So, während ich mal hier alle Nuka-Cola hier einsammel. Hier liegen nämlich ein paar rum. Was ich gar nicht schlecht finde. Die halten einen ein bisschen munter. Oh, Stange Zigaretten. Nehmen wir natürlich mit. Wir sind zurück. Jemand muss. Oh, oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Bum, bum. Da fliegt schon alles in die Luft. Da liegen ein paar Darts. Oh, wir können nicht mehr aufnehmen. Das ist schlecht. Wow, 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 wow. Alter. Ich werde mal kurz speichern. Da wird aber kräftig geballert da vorne. Moment, ich muss mal hier ein bisschen Platz einsparen. Ja, für die 10 mm haben wir im Moment genug Munition. Wow, 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 wow. Oh, Alter, 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 Alter. Ah. Da hat es aber jemand auf uns abgesehen. Und ich glaube, da hat gerade jemand unseren Robo erledigt. Und ich soll da jetzt raus. Ha.
Sehr witzig. Da vorne. Ich sehe dich doch. Ah. Huhuhu. Ist noch einer hier? Ich hoffe es mal nicht. Das könnte nämlich böse enden. Wir haben nämlich jetzt, oh, noch ein Laserseil. Das ist ja sehr nett. Wir haben nämlich jetzt keinen Stealth-Boy mehr. Wir könnten jetzt natürlich die ganze Gegend hier schön durchsuchen, wenn wir noch einen Stealth-Boy hätten, aber wir haben natürlich keinen mehr. Der hat eine Sword of Shotgun. Oh. Abgesiebte Schrotflinte. Ist natürlich ganz geil, wenn man die Munition dafür hat. So, im Moment sehe ich mal niemanden. Was aber nichts heißen muss. Obwohl in dem Fall, glaube ich, sind wir relativ gut dran. Sogar die Minen liegen noch. Dann nehme ich die natürlich wieder mit. Erstens sind die gut wert und zweitens kann man die noch gut brauchen. Unser Roboter nur einen Raider erledigt. Das gibt's doch gar nicht. Die Mine ist explodiert. Ja, wo ist die Leiche? Hm. Pulverisiert. Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich durchgekommen. Da liegt eine Leiche. Mal einfach so den Fuß abgetrennt. Doch ohne Waffe. Können die doch nicht alle ohne Waffe einfach reinspaziert kommen. Das ist doch. Ist ja ein Selbstmordkommando. Aber gut, wer weiß, wer hinter den Raidern steckt. Das kann man ja auch nicht einfach so sagen. Ich würde sagen, wir hauen mal wieder ab. Na, Herr Ödländer. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten, kümmern Sie sich um Ihre. Ja, das machen wir auch. Denn wir werden jetzt mal schnell nach Megaton wieder zurückreisen. Wir beamen uns einfach zurück. Tralala, so. Und dann werden wir mal die Arzneien und das ganze Zeug bei Moira mal abgeben. Wissen Sie, es gibt da ein neues Rezept zur Zubereitung von Red Kakerlakenfleisch. Schmeckt leider trotzdem nach Käsefuß. Wie geht's denn so? Käsefuß. reden wir über das Einsammeln von Krams im Super-Dupermarkt. Und, wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Dupermarkt? Es war nicht leicht, aber ich habe die Lebensmittel und die Medizin. Tatsächlich? Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Ja, das ist gut. Erzählen Sie mir alles darüber. Die Raiders nutzten die Apotheke als Lager für ihre beste Ausrüstung. Sie sagen, Sie haben ein gut geschütztes Geheimversteck angelegt? Ich frage mich, an wie vielen weiteren Orten Monster Schätze bewachen. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke,
besser schmecken. Ich bin bereit für weitere Recherchen über das erste Kapitel. Ich muss immer noch ein Lebewesen mit Strahlenvergiftung studieren. Ich brauche jemanden, der herausfinden kann, wie man durch ein Minenfeld kommt. Das wird den ersten Teil des Buches abdecken. Was würde Ihnen davon am besten gefallen? Ja, ich würde sagen, das mit Strahlung dürfte nicht allzu schwer werden. So, was bedeutet der Teil hier über Strahlung? Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern, komme aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Okay, was gibt's denn im Angebot? Na klar doch. Schauen wir mal, hat sie was Neues? Beziehungsweise können wir ihr was verkaufen? Wobei, sie könnte uns unsere Knarre mal ein bisschen reparieren. Ich kann... kann sie sogar. Yay. Für 102 Kronkorken ist kein Problem, denn wir haben genug Zeug zu verkaufen. Jede Menge Zeug. So, jetzt können wir auch das Extend Magazine mitnehmen. Und für unser Haus können wir auch mal ein bisschen was einrichten, nämlich eine Werkbank. Und das wäre nämlich gar nicht schlecht. Und ein Nuka-Cola-Automat. Das wären einfach mal so 2000 Piepen. Uiuiui, ob sich das ausgeht, weiß ich jetzt nicht. Sind immer noch 600. Oh. Kronkorkenmine. Oh, ist das teuer. Ich hätte noch eine Todeskrallenklaue. Die will ich aber behalten. Da habe ich noch ein bisschen Vorkriegsgeld. Eine Stange Zigaretten. Und da eine leere Wasserflasche, warum auch immer du die haben willst. Och, ne. Eine Mini-Atombombe, die behalte ich natürlich. Nein, so geht doch nicht. Okay, aber das ist gar nicht mal so. ja, ich könnte ein paar Energiecells verkaufen. Komm, da verkaufe ich ein paar. So. 6 Stück. Ja, man kann mit Munition hier fast alles kaufen. Das ist ganz normal. So, akzeptieren. Passt. Gute Dann Jagd. Bin ich auch zufrieden und... Passen Sie gut auf Ja. Und glücklich. So, und ich werde jetzt mal kurz wieder einen Cut machen. Und ich werde in der Zwischenzeit mal kurz das chinesische Sturmgewehr mal ein bisschen umbauen. Das wird nämlich den Schalldämpfer erhalten. Und gleichzeitig noch ein Lasersight. Ein Lasersight bleibt natürlich an unserer schönen Pistole dran. Da wird aber der Silencer runterkommen. So, das nur mal zur kleinen Information. Das werde ich jetzt gleich dann offline machen. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Und zwar hier bei Moira, wenn es wieder heißt Fallout 3.